Ja, die Zahlen dazu dann ab 9 Uhr im Bundestag, wenn Wirtschaftsminister Gabriel zum letzten Mal in dieser Funktion den Jahreswirtschaftsbericht vorlegt. Ein weiterer spannender Tagesordnungspunkt, und ich sehe schon, Gerd-Joachim von Valois, folgt dann am frühen Nachmittag. Dann entscheiden die Abgeordneten über die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali und auch mit der Ausbildungsmission der Bundeswehr im Nordirak wird sich das Parlament befassen. Das sind zwei Auslandseinsätze, Gerd-Joachim, zu denen, sagen wir mal, in den Fraktionen und im Parlament doch recht unterschiedliche Meinungen bestehen. Ja, so ist es. Und da wird sicherlich noch mal heftig diskutiert werden. Wir haben das ja letzte Woche in der ersten Lesung schon erlebt. Und zu diesen beiden Mandaten, bei einem der beiden wahrscheinlich zum Nordirak, wird Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Außenminister, hier seine letzte Rede im Parlament halten. Das stimmt nicht ganz, denn am 12. Februar wird er hier garantiert widersprechen. Denn dann ist er ja der Kandidat für das Bundespräsidentenamt. Und dass er gewählt wird, daran bestehen keine Zweifel. Und Sie haben es schon erwähnt, Sigmar Gabriel wird hier gleich aufschlagen und beginnen. Auch er wird hier zum letzten Mal in seiner Funktion als Wirtschaftsminister sprechen. Denn morgen wird er befördert werden zum Außenminister. Diese Beförderung hat er sich ja selber gegönnt. Und der Bundespräsident wird ihn also morgen als neuen Außenminister nennen. Und dann haben wir ja auch noch Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten. Und man muss sich schon fragen, wie geht es eigentlich weiter jetzt in dieser Konstellation in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Und darüber möchte ich mit meinen Gästen sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Rainer Arnold, den verteidigungspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Stefan Liebig, den Obmann der Linken im Auswärtigen Ausschuss. Ich habe es gerade gesagt, neue Personen, wahrscheinlich auch eine ganz neue Außenpolitik, das weniger wegen Sigmar Gabriel, aber wohl wegen Donald Trump. Zunächst die Frage zu Sigmar Gabriel. Wie überrascht waren Sie, dass er sich diesen Posten zutraut? Ich war schon überrascht, obwohl ich wusste, dass beide Optionen denkbar sind. Aber Sigmar Gabriel hat ja in den letzten Monaten einfach den Bundestagswahlkampf sehr konzentriert. Ich finde auch inhaltlich schon sehr gut vorbereitet. Und insofern war ich schon überrascht, aber die Vorbereitung nützt uns ja auch so. Donald Trump scheint eine Politik zu verfolgen, die nur noch auf bilaterale Verhandlungen herausläuft. Er ist Wirtschaftsmann. Von Außenpolitik hat er bisher reichlich wenig Ahnung. Jetzt haben wir einen deutschen Außenminister, der muss sich da auch erstmal eingrooven. Was erwarten Sie denn für die Außenpolitik? Also es werden schon turbulente Zeiten. Donald Trump hat ja bereits angefangen, eine Menge Porzellan zu zerschlagen. Das Tauwetter mit Kuba, mit Iran hat er beendet. Er hat mit einem Tweet die Volksrepublik China provoziert, mit Folgen, die wir alle noch nicht einschätzen können. Da wird Sigmar Gabriel eine ganze Menge zu tun bekommen. Und der neue amerikanische Präsident, der hat sich sehr kritisch über die NATO geäußert. Glauben Sie denn, dass es da substanzielle Veränderungen gibt? Da gibt es ja auch den neuen Verteidigungsminister, der sich sehr positiv geäußert hat. Die Signale aus Amerika sind ja nicht so richtig klar. Ja, das ist in der Tat widersprüchlich. Ich bin gespannt, wie auf der Münchner Sicherheitskonferenz von den Amerikanern dann diskutiert wird. Klar ist aber so oder so, auch wenn Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, hätten wir Europäer uns mehr anstrengen müssen. Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeiten stärken. Wir müssen Europa besser werden, effizienter werden, gemeinsam arbeiten. Und insofern entsteht jetzt ein zusätzlicher Druck hin zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Und das ist genau das, was Sozialdemokraten schon lange wollen. Und warum zahlen wir eigentlich so wenig? Aber wir zahlen ja nicht wenig, 36 Milliarden. Aber nicht wie verabredet 2%. Ja, dieses 2%-Ziel ist Utopie und auch ein Unsinn, muss ich sagen. Hätten wir eine schlechtere Wirtschaft, dann hätten wir plötzlich 2%, obwohl wir weniger für Verteidigung möglicherweise ausgeben. Deshalb ist diese Zahl nicht gut und es ist auch nicht korrekt, wenn Amerika sagt, wir geben ja selbst mehr als 2% aus. Amerika gibt die 2% ja nicht für die NATO aus, sondern hat weltweit ganz andere Ambitionen und deshalb geben sie auch so viel Geld für Militär aus. Ich finde, wir Deutschen sollten uns zunächst nicht an Prozenten, sondern an Fähigkeiten orientieren. Da hat Deutschland definitiv Lücken, die eingezogen sind, weil da alle Verteidigungsminister abgerüstet hat und im Grunde genommen Fähigkeiten nur noch auf dem Papier da waren. Diese Lücken müssen wir schließen. Das ist dann keine Aufrüstung. Und wir sollten auf Augenhöhe mit Großbritannien und Frankreich Sicherheits- und Außenpolitik machen, dann passt das. Herr Liebig, ist da eigentlich der neue amerikanische Präsident so ein bisschen Verbündeter der Linken, wenn er die NATO im Grunde genommen abschaffen will? Das ist ja eigentlich auch das Ziel von Ihnen. Ich möchte mit diesem Sexisten und Rassisten ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Die Debatte, wie wir hier Sicherheit in Europa organisieren, die steht sowieso an. Und da ist für mich nicht die Frage, geben wir mehr oder weniger Geld aus, sondern was wollen wir eigentlich für ein Ziel verfolgen? Und ich glaube, diese gespaltene Sicherheit hier in Europa, NATO auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, das vergrößert die Probleme und darüber müssen wir nachdenken. Warum stärken wir nicht die OSZE als eine Organisation, wo Russland und die USA und Deutschland und viele andere Staaten
Staaten aus West- und Osteuropa beisammen sind. Wenn man jetzt versucht, anstelle einer geschwächten NATO die EU als so eine Art Ersatz-NATO aufzubauen, dann geht man, glaube ich, den gleichen falschen Weg weiter. Und das fände ich ganz traurig. Ersatz-NATO ist ein gutes Stichwort. Wir sind in 16 Auslandsmissionen engagiert als Bundesrepublik in verschiedenen Konstellationen. Unter anderem MINUSMA, das heute verlängert wird, in Mali, ein sehr gefährlicher Einsatz. Was machen unsere Bundeswehrsoldaten eigentlich da? Ist das die deutsche Aufgabe, dort für Sicherheit zu sorgen? Also zunächst mal hat sich die Staatengemeinschaft über die Vereinten Nationen ja entschlossen, diesen Friedensvertrag, den die regionalen Akteure dort ausverhandelt haben, zwischen der Zentralregierung in Mali und den Aufständischen im Norden zu implementieren, einzuführen. Und die UN hat uns gebeten, diese Mission zu unterstützen. Es geht also um die Unterstützung eines Friedensprozesses. Und das ist richtig und sinnvoll. Und natürlich geht die Stabilität Malis uns was an. Hätte dort nicht Frankreich und andere den Vormarsch der Terroristen gestoppt, dann hätten wir möglicherweise heute mit Mali wieder einen zerfallenen Staat. Deutschland leistet dort ein Modul, das technologisch anspruchsvoll ist, nämlich Aufklärung und zukünftig, das ist das neue Mandat, auch die Rettungskette per Hubschrauber. Wir schicken nur Soldaten in ferne Länder, wenn sie sicher sein können, dass die medizinische Versorgung auf unserem hohen Niveau gewährleistet ist. Das leisten wir in Mali zusammen mit den Vereinten Nationen und daran kann ich nichts Schlechtes finden. Seit 2013 gibt es diesen Vertrag zwischen der Regierung und den Rebellen. Und wir haben es ja gerade gehört, dort wird versucht, den Frieden zu sichern. Klappt nicht immer ganz, aber zumindest den Versuch muss man ja unternehmen. Wenn Sie als Linke jetzt sagen, da haben wir nichts zu tun, dann ziehen wir uns zurück und überlassen diese Menschen ihrem Schicksal. Die Frage ist ja, nützt das, was wir dort tun? Und ich war vor einem knappen Jahr in Mali, das war gerade die Zeit, wo das Friedensabkommen verhandelt wurde. Es stimmt, es ist unterschrieben, aber es trägt nicht. Das wirkliche Problem vor Ort ist, dass die jungen Leute, vor allen Dingen im Norden Malis, sich entscheiden können, entweder sich kriminellen Banden anzuschließen oder Islamisten oder sich auf die Flucht nach Europa machen. Das werden wir mit Soldaten nicht stoppen. Wie ist die andere Lösung? Das Problem ist, wir brauchen eine wirtschaftliche Stabilisierung in Mali. Die Leute brauchen Jobs, sie brauchen eine Perspektive. Wenn wir unsere Soldaten dorthin schicken, dann stabilisieren wir eine Situation, die nicht funktioniert. Einer Lösung kommen wir dadurch nicht näher. Gut, wir haben ja als Beispiel Afghanistan, da sind wir auch noch drin. Wir wissen nicht, wann wir wieder rauskommen können, weil sonst der Frieden wahrscheinlich endgültig zusammenbrechen würde. Zunächst mal erlebe ich tut gerade so, als ob es eine Alternative wäre, Soldaten oder wirtschaftliche Unterstützung. Wir wissen doch, Soldaten allein können keinen Frieden schaffen oder gar ein Land aufbauen, wie manche in Afghanistan am Anfang geglaubt haben. Nein, wir brauchen immer beides und dies leisten wir auch in Mali. Mali ist ein Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit. Wir geben dort viel Geld hin, wir versuchen Kleinprojekte, junge Leute, Ausbildung zu unterstützen. Wir versuchen die Regierung zu drängen, dass sie besser wird, gegen Korruption vorgeht. Es ist immer also dieses gesamte Paket des vernetzten Ansatzes. Aber dort, wo Terroristen kämpfen, muss man sich auch mit Waffengewalt schützend vor Menschen stellen. Das erwarten übrigens die Bürger in Mali auch von uns. Herr Liebig, das ist ein gutes Argument, ehe ihr wirtschaftlicher Aufschwung dort greifen kann, wird es weiter erst Auseinandersetzungen geben und die sollen ja abgesichert werden. Die Frage ist nur, hat nicht der deutsche Entwicklungsminister recht, indem er sagt, wir müssen die Afrikaner selber ertüchtigen, mit einer eigenen Armee solche Brennpunkte abzusichern. Was machen Franzosen und Deutsche da? Da gibt es ja auch historische Implikationen. Ja, die Afrikanische Union gibt es ja und es gibt auch Regionalorganisationen. Zum Teil lösen die sogar Konflikte. Wir haben aktuell einen Konflikt in Gambia gehabt, wo die ECOWAS auch durch einen militärischen Einmarsch dazu beigetragen hat, dass es einen regulären Wechsel im Präsidentenamt wirklich geben konnte. Nur, Sie haben das Stichwort Afghanistan gebracht. Was wir in Mali im Moment tun, ist, wir als Deutschland, wir als Bundeswehr begeben uns in einen Einsatz, der genauso schwierig, genauso gefährlich ist und der unter Umständen auch genauso lange dauern wird. Mehr als 15 Jahre sind wir jetzt in Afghanistan. Dort tun wir auch beides. Vernetzter Ansatz, wirtschaftliche Unterstützung und Soldaten. Und das muss man ehrlich der deutschen Bevölkerung sagen. Die Bundesregierung, auch die SPD, hat sich entschieden, in einen weiteren Einsatz zu gehen. Mit mehr Soldaten als im Moment in Afghanistan, der unter Umständen wieder so lange dauert. Und ich glaube, dass das die falsche Prioritätensetzung ist. Die Verteidigungsministerin hat ja gesagt, wir können diesen Mali-Einsatz nicht so lange gestalten, sondern wir müssen irgendwann wieder rauskommen. Die Frage ist tatsächlich nur, wie und wann? Also die Vereinten Nationen drängen uns ja seit langem. Ihr Industriestaaten müsst mehr leisten, insbesondere dort, wo militärische Fähigkeiten technologisch sehr teuer sind. Und deshalb haben wir gesagt, diese Hubschrauber, die aufwendig sind, die liefern wir jetzt für ein Jahr. Und dann müssen wir auch eine Rochade zwischen den Industriestaaten finden und müssen die Deutschen dann wieder rauslassen. Wahrscheinlich kommen dann die Kanadier. Und wir dürfen beim Blick auf Mali nicht vergessen, wir sind ja nicht nur in dieser Mission, um den Friedensvertrag im Norden Malis zu unterstützen, sondern wir sind
sind zusätzlich mit einer Ausbildungsaufgabe im Süden des Landes. Und da tun wir genau das, was der Kollege ja sagt. Wir wollen, dass die malischen Streitkräfte und die malische Polizei und die gesamte Sicherheitsorganisation in die Lage kommt, mit den Herausforderungen in ihrem Land selbst fertig zu werden. Und Mali ist auch ein gutes Beispiel, weil die Staatengemeinschaft der Westafrikanischen Union dort sehr viel Verantwortung übernommen hat. Das Gros der Soldaten in Mali kommt aus Afrika, nicht aus den Industrieländern. Und heute haben wir auch noch die Verlängerung der Ausbildungsmission im Nordirak. Wäre denn das eine Möglichkeit, Menschen zu ertüchtigen, sich gegen einen potenziellen Gegner zu wehren, so wie wir es da tun, und dann auch unsere Waffen dort hinzuliefern, aber nicht mehr die Soldaten? Ich glaube, dass sich die Bundesrepublik Deutschland hier verhebt. Wir versuchen, an allen möglichen Enden der Welt Konflikte zu lösen. Und ich glaube, wir haben dazu weder die Kraft, noch sind wir in diesem Maße gefragt. Ich glaube, im Moment ist unsere Priorität, hier die Europäische Union wieder in die Gänge zu bekommen und als Europäische Union auch im globalen Maßstab zu agieren. Wir haben die Situation, dass ein Sitz im UN-Sicherheitsrat von Großbritannien besetzt wird, die jetzt die Europäische Union verlassen, und wir uns in der EU streiten wie die Kesselflicker. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir das hinbekommen und dann eine globale Rolle spielen und nicht als Bundesrepublik Deutschland mit relativ kleinen Einsätzen, die für uns viel sind, aber mit relativ kleinen Einsätzen hier und da ein Schräubchen drehen. Das wird nicht funktionieren. Glauben Sie, Herr Arnold, die Anwerfungen des amerikanischen Präsidenten auch gegenüber Europa sind eine absolute Gefährdung für die EU oder vielleicht die Chance, die die EU lange gesucht hat, um zusammenzurutschen? Ich glaube, es ist eine Chance, weil unsere osteuropäischen Partner zunehmend merken, wir brauchen auch sicherheitspolitisch und außenpolitisch ein Europa, das besser zusammenarbeitet und kooperiert. Aber die Probleme sind riesig, es klappt bisher nicht. Ja, nein, hat ja wirklich einen Weg begonnen. Wir haben als Sozialdemokraten vor 3 Jahren schon ein sehr umfangreiches Ideenpapier zur europäischen Sicherheitspolitik vorgelegt. Wir wurden verlacht von vielen. Dieselben Leute sind heute an der Speerspitze und sagen, wir brauchen dieses Europa. Und es gibt ja in Brüssel Prozesse, Papiere, Arbeitsaufträge. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass viele Fähigkeiten in Europa besser verzahnt werden. Wenn ich noch was zu Herrn Liebig sagen darf. Natürlich ist Europa richtig und wichtig, aber wir brauchen ja trotzdem eine Antwort auf die Ausbreitung des furchtbaren islamistischen Terrors im Irak. Und da gibt es eben nur die Alternativen. Man hilft den Peschmerga, damit sie den IS bekämpfen. Das tun sie durchaus erfolgreich. Wir schauen zu, wie dieses Land zerfällt und der IS dort Staatlichkeit versucht einzurichten. Oder wir gehen mit eigenen Soldaten hin. All dies wollen wir doch nicht. Und deshalb ist die Unterstützung der Peschmerga das kleinere Übel, nicht der Königsweg. Herr Arnold, Herr Liebig, wir könnten stundenlang darüber reden, aber drin geht's jetzt los. Und diese beiden Mandate, die wir gerade angesprochen haben, die werden hier gegen Mittag beraten und verlängert. Zunächst einmal ist es so, dass der scheidende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hier das Wort hat zum deutschen Wirtschaftswachstum. Und ich gebe jetzt rein.